So, so sieht's ja aus. Auf unserer großen Karte, auf unserer Zufallskarte, nochmal liebe Grüße an alle im Preview Live Let's Play bei Transport Fever 2. Fühlt euch herzlich willkommen. Wir haben für zwei Busse Geld aufgenommen und haben die neu dazugekauft, damit hier oben alles was besser läuft. Haben der Schuldenstand geht so, 30 Millionen muss man durch. Wir können sogar noch einmal Geld zurückzahlen. Und ansonsten läuft alles halbwegs okay. Jetzt gucken wir uns hier unten noch an, was wir hier haben. Wir haben am Ende des letzten Streams hier in Tanzenheit, war das, glaube ich, genau. Hier im Osten, da haben wir noch eine neue Industriestrecke eingerichtet. Wir haben einen Zug, hier ist der, schaut mal. Gerade bei der Fahrt. Ist der Zug unterwegs, der bringt Steine. Und zwar wartet er immer in dem Steinbruch, wo er hinfährt, ab. Dieser rappelrappel voll ist, holt Steine ab und bringt die darüber zu einer Baustofffabrik. Dort lädt er die ab, dort werden Baustoffe daraus produziert. Die wiederum werden von einem oder zwei LKWs, gucken wir gleich nochmal, rübergebracht nach Tanzenheit, weil die Industrie in Tanzenheit Baustoffe benötigt. Wir schauen jetzt mal da, wo wir ankommen. Wie viele Steine im Augenblick da auf Vorrat sind, es sind hier Nummer 40. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es sind gerade mal 19, das heißt, er wird jetzt hier wieder eine Weile warten. Und wir schauen mal, was der bislang an Profit erwirtschaftet hat, der Zug. Und das ist schon passabel, da kann man mit arbeiten. So, jetzt gehen wir wieder rauf schauen. Hier bringt er das gute Zeug hin. Hier wird es ausgeladen, hier kommt es in diese Fabrik rein, in die Baumaterialfabrik. Und dann wird das von hier mit diesen LKWs, mit den Straßenfahrzeugen, bis zu 8 können sie mitnehmen, eingeladen und sehr kostengünstig auf Straßen, die vorher schon standen, rübergebracht in die Stadt rein. Die Straßen, die vorher schon hier standen, da müssen wir keinen laufenden Unterhalt mehr zahlen, wir haben hier nur diese kleine Streckenverbindung, die haben wir selber gebaut. Dafür zahlen wir laufend Unterhalt. Und dann haben wir hier noch Stationen hingestellt, hier wird alles abgeliefert. Wir schauen uns auch diese Strecke mal an. Das ist die Linie 1. Die sollten wir, glaube ich, noch umbenennen. Die ist, nennen wir mal LKW Baustoffe nach Tanzenheit, damit wir nachher wissen, worum es geht. Alles klar. Das mache ich auch noch mal ein bisschen anders. Bahnsteine zur Fabrik Tanzenheit. Weil es werden irgendwann noch viel, viel mehr werden an Linien und dann kann man das besser unterscheiden. Und ich finde auch bei der Farbgebung sollten wir das ein bisschen zusammenfassen, die Cargo-Sachen und die anderen, also dass wir einheitliche Farben für Ähnliches machen. Wir machen mal Folgendes. Bei diesen LKW-Geschichten Lebensmittel ist ja für die Bevölkerung. Das ist Bevölkerung, sind die grünen Gebiete auf der Karte, nämlich diese hier. Deshalb ist die Farbe grün eigentlich ganz gut. Dann haben wir hier die Baustoffe, die werden an die Industrie geliefert. Da mache ich mal gelb für. Dann haben wir den Schienenbus, das ist über Landverkehr von Passagieren, Expressverkehr. Rote Signalfarbe ist okay. Hier Bus shoppen in Schaffhausen, das sind die Busse, die in Schaffhausen in die Dienstleistungsgebiete fahren. Die sind auch blau markiert in der Übersicht in der Karte, insofern passt das auch. Und das ist ein Pendlerbus in Schaffhausen. Das heißt, das ist ein Bus, der Menschen bringt in die Arbeitsgebiete. Also das ist... Ja, dann lass denen eine andere gelbe Farbe geben. Dann gebe ich dem hier so eine schmutzige, weil das ist beides innerhalb der Industrie. Aber, also in die Industriegebiete rein. Aber das ist so die schmutzige Industrie. Das sind Waren. Und das hier sind Menschen. Das ist ein helles Gelb. Und bei Blau machen wir auch Zielgewerbegebiet, ein helles Blau bei den Menschen und ein dunkles Blau, wenn wir es nachher haben, bei Gütern. Da kommen wir, glaube ich, gut durch. Und die Steine hier wiederum, das ist über Land Frachttransport. Da machen wir ähnlich wie das Rot für die Menschen, hier ein schmutziges Rot.
So eins könnten wir machen für diese Überlandgeschichten. So, damit kommen wir, glaube ich, nicht so schnell durcheinander. Das finde ich eigentlich ganz plausibel. Alles klar? So, gehen wieder raus. 240 Zuschauer, schön, dass ihr dabei seid. Jetzt ist die Frage, was machen wir als nächstes Ziel? Und können uns mal ein paar Dinge überlegen. Also hier in Tanzenheit, da werden hier vor Ort mit die Baustoffe werden angeliefert. Und die Werkzeuge werden noch nicht angeliefert. Hier entstehen Baustoffe, die eigentlich auch da oben in Aue nachgefragt werden. Wenn hier in Tanzenheit mehr Baustoffe angeliefert würden, als die Stadt abnehmen möchte, könnten wir uns überlegen, den Überschuss raufzubringen nach Aue. Aber ich habe den finsteren Verdacht, schaut mal hier, Versorgung. Wir erfüllen die Versorgung noch nicht mal zu 80%. Das macht keinen Sinn, jetzt eine zweite Strecke raufzuschicken, weil wir gar nicht den Leuten hier einen Teil der Versorgung wegnehmen und es nur zu einem entfernten Ziel umlenken. Das macht ja wenig Sinn. Jetzt schauen wir uns die anderen Städte mal an. Hier in Windwacht. Wir können immer den Personennahverkehr natürlich boosten. Die Frage ist, ist das so, bringt uns das so viel Geld? Weil wir müssen schon gucken, dass das Geld reinkommt. Aber schauen uns mal den Personennahverkehr an, hier in der Stadt, und ob wir den Eindruck haben, dass die so richtig viel Geld reinbringen. Das sind die ersten Fahrzeuge, die wir hatten. Das ist diese Linie hier. Ich schau mal, das weiß ich gar nicht auswendig, ob im Linienmanager abzulesen ist, wie viel Geld die reinbringen. Nee, da kann man nur die Linien selber verändern. Es gibt aber keine Statistiken dafür. Und hier in dem Bereich kann man das schon eher sehen. Also Eisenbahn, nee, da ist leider keine Unterscheidung in Passagiere und Fracht. Wir können auch nicht bei den einzelnen, wir können nur abschätzen etwa, wie viel uns das reinbringt bei den einzelnen Fahrzeugen. Weil natürlich, denke ich mal, die Investitionskosten beim einzelnen Fahrzeug, die Investitionskosten in die Linie nicht angezeigt werden. Und ich weiß nicht, wie das ist mit, wie anteilig der Unterhalt der Gebäude, die mit der Linie verknüpft sind, ob und wie die umgelegt werden. Das weiß ich nicht. Das hier ist das allgemeine Diagramm. Ihr seht, rot sind die Ausgaben, blau sind die Einnahmen. Einnahmen wachsen allmählich an. Ausgaben waren zuletzt nicht so hoch. Erträge, das ist die Strecke der Gleise, die wir haben. Und das ist, wie die Städte sich allmählich entwickeln. Wir haben noch kein Hauptquartier gebaut. Ah, das ist anscheinend unser Kapital, ne? Assets, was wir haben. Ah, interessant. Hier haben wir genauere Statistiken. Insgesamt, wie viele Güter, wie viele Personen wir transportiert haben, wie lang die Gleise sind, die wir gebaut haben, welche Höchstgeschwindigkeit wir bislang erreicht haben. Stolze 90 Stundenkilometer, wir sind so schnell. Unser längster Zug ist 69 Meter lang. Das älteste Fahrzeug ist 6200 Tage alt. 21 Straßenfahrzeuge haben wir, 4 Züge. Hohe Schulden, das ist klar. Und das ist anscheinend der Wert unseres gesamten Unternehmens, das hier natürlich mit einer halb fiktiven Zahl ausgerechnet wird. Wir sind ja auch mit Startschulden reingegangen in die Partie. Deshalb heißt das nicht, dass wir schlecht gewirtschaftet hätten. So, ich gehe wieder raus. Und ja, wir können nur erraten, ob das hier mit den Fahrzeugen sich so lohnt. Die Träge sind nicht so wahnsinnig hoch. Wir vergleichen das mal mit dem, was die LKWs, die auch schon sehr lange fahren, einbringen. Das sind deutlich höhere Beträge. Also die LKWs, ich habe den finsteren Verdacht, wenn wir ein paar gute LKW-Strecken haben, das bringt uns mehr als der Personennahverkehr. Und das Decken der Güterbedürfnisse der Menschen sorgt auch mehr für Wachstum in den Städten. Das haben wir eben gesehen, prozentual. Die Boni, die dann eingebracht werden, sind größer, als wenn wir die innerstädtischen Transporte bringen. Das heißt, wir sollten uns, glaube ich, überlegen, dass wir die Städte noch ein bisschen boosten. Hier wird nachgefragt, Brot. Wir checken das hier unten, weil je schneller die Städte hier wachsen, die 5, die wir schon angeschlossen haben, desto mehr Leute können wir auch auf die Schienenbusstrecke bringen. Das heißt, wir gucken mal, dass wir diese Städte hier gezielt gepusht kriegen. Lass uns mal schauen, was hier ist. Hier brauchen die Werkzeuge, ist das linke. Und das rechte Symbol, das ist
Das sind Maschinen. Wollen wir uns das mal anschauen. Hier entsteht Stahl. Da wird Kohle nachgefragt. Kohle produziert, hier wird Eisen produziert. Hier werden Werkzeuge hergestellt aus Brettern. Werkzeuge, ein Brettermaterial in einmal Werkzeuge. Werkzeuge werden hier nachgefragt. Bretter, wo werden Bretter produziert? Weit weg, hier vorne. Das ist natürlich heftig, da müssen wir eine Riesenstrecke fahren. Hier. Könnten wir natürlich mit LKWs dorthin bringen. Also haben wir schon mal im Hinterkopf, das wäre eine Möglichkeit, von dem weit entfernten Sägewerk aus. Holz ist ja, oder ist das Holz hier vor Ort, oder müssen wir das auch noch hier hinbringen? Ich glaube, das müssen wir auch noch von irgendwo herbringen. Das hatten wir schon mal geschaut. Das war, glaube ich, das nächstgelegene. Wir müssen Holz von hier oben, von Wilburg-Stettenwald, quer durch die Pampa bringen, hier hin. Dann hier aus Bretter, dann die Bretter zu der Werkzeugfabrik und das nach Torfhaus. Also da müssen wir viel, viel Geld investieren. Das machen wir mal lieber nicht. Also Torfhaus stellen wir mal zurück, es sei denn, wir haben jetzt den genialen Werkzeugplan. Wie wir Maschinen produzieren. Maschinen. Hier vorne werden Maschinen hergestellt. Ebenfalls aus Brettern und aus Stahl. Die haben ja ähnliche Probleme. Dann lass uns lieber hier mal schauen. Das könnte einfacher sein hier in Wilburgstetten. Denn hier ist wieder Lebensmittel. Und das sollte einfach sein, weil wir haben hier Getreide. Ist nur die Frage, wo ist die nächste Lebensmittelfabrik? Die ist hier. Oh lala, das riecht nach einem Plan. Wir hätten folgende Möglichkeit. Wir könnten von hier das Getreide abholen, an Wilburgstetten vorbei hier hinbringen, dann wieder zurück nach Wilburgstetten, hier ausliefern und dann wieder zurück. Dafür müssten wir den Fahrzeugtyp finden, egal ob jetzt LKW oder ob Eisenbahn, der beides transportieren könnte, sowohl Getreide als auch die Lebensmittel. Da könnten wir die Strecke nämlich beinahe hin und zurück benutzen. Wir hätten nur ein Viertel der Strecke, wo die Fahrzeuge leer fahren würden. Das müsste sich eigentlich gut lohnen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich lade mal, während ich hier euch irgendwas erzähle, noch ein paar Schulden zurück. Lass uns das doch mal checken. Wir brauchen allerdings sehr viel Getreide hier. Wir können auch das Getreide von hier abholen. Wo wird sonst noch Brot nachgefragt? Oder Lebensmittel? In den benachbarten Städten nicht. Lass uns das mal planen. Also hier würde eine Straßenverbindung rüberführen. Die könnten wir nutzen, ohne dass sie uns was kostet. Das ist langsam unterwegs, aber wäre eine Möglichkeit. Aber die müssten dann durch den Ort durch bis da hinten hin. Wow. Da wird eher eine Eisenbahn für sprechen. Eine Eisenbahn, die hier hochfährt, die diese Eisenbahn überquert, die dann zurückfährt in den Bahnhof rein, wieder rausfährt und wieder zurück. Okay, wir behalten das mal im Hinterkopf, aber wir checken vorerst nochmal die anderen Städte. Wir checken nochmal die anderen. Wie sieht es hier oben aus in Aue? In Aue werden auch Baustoffe nachgefragt und Klingeling. Baustoffe in der Industrie und in den Geschäftsgebäuden werden Waren nachgefragt. Waren werden hier hergestellt aus Kunststoff und aus Stahl. Ja, das sind auch lange Produktionsketten. Lass uns erstmal, weil wir nicht so viel Geld haben, was Kleines suchen. Ich gucke jetzt auch mal bei den anderen Städten. Obwohl dann das Schienenbusnetz nicht versorgt würde. Aber wenn wir auf kleinen Entfernungen direkte Straßen was finden könnten, was wir schnell hin und zurück transportieren würden, hätten wir eine ähnliche Goldgrube wie die Strecke, die wir da oben als erstes gebaut hätten. Das wäre, damit wir ein bisschen finanziell Boden zu den Füßen bekommen, eigentlich eine gute Geschichte. Ja, das sieht doch schon mal gut aus.
Oh ja, super. Seht ihr das, was ich sehe? Oh, ich bin total begeistert. Ich zeige es euch mal. Hier, Neckarbischofsheim. Da können wir richtig Geld verdienen. Güterbedarf nach Treibstoff hier in der Industrie. Der Treibstoff wird hier oben hergestellt aus Öl. Das Öl wiederum wird hier oben gewonnen aus Rohöl. Und das Rohöl wird direkt in der Nähe hier unten hier gewonnen aus der Ölquelle. Das heißt, wir können im Viereck fahren. So. Das ist cool. Das ist super. Das wäre eine richtig gute Sache, wie wir an Geld rankommen können. Ich glaube, das gehen wir an. Lass uns mal schauen. Wir haben hier überall überall Straßenverbindungen, die können wir direkt nutzen. Die Strecken sind kurz. Das gilt auch für hier. Hier sieht es anders aus. Hier müssten wir auf jeden Fall eine Straße bauen oder halt einen Zug fahren lassen. LKW reicht wahrscheinlich auch. Wir checken mal, welche Fahrzeuge uns zur Verfügung stehen für diese verschiedenen Transporttypen. Gehen mal in einen unserer Fahrzeugdepots rein und gucken uns das an. Alle Güter mit dem, dann könnten die immer im Viereck fahren. Der auch, das ist die modernere Variante, der Opel Blitz Planen-LKW. Ab 1935, ab 1912 im Spiel und nur noch bis zum Jahre 1960. Wir sind jetzt schon 1959. Okay, dann gehen wir mit der Moderne mit. Opel Blitz Planen-LKW. Der kann halt fahren dann im Viereck. Der ist teurer, als wenn man so ein Spezialfahrzeug nimmt. Aber dafür kann der quasi im Viereck durchfahren. Ich bin total begeistert. Hier, der kann auch im Viereck fahren. Hier die nicht. Also der Saurer C-Typ Planen-LKW fährt bis zu 60 Stundenkilometer, nimmt 11 mit, 11 Güter, Ladegeschwindigkeit mal 5 und er hat eine Haltbarkeit von 35 Jahren. Im Vergleich zu ihm hier, er nimmt 12 mit, das ist jetzt nicht so der Unterschied. Der Unterhalt pro Jahr ist hier bei dem sogar geringer als hier und die Anschaffungskosten sind auch geringer als bei dem hier, also den holen wir uns. Klar. Ladegeschwindigkeit mal 5, hier ist sie nur mal 3. Der ist sehr schwer, das heißt das Eigengewicht, das er transportieren muss, ist hoch. Dafür ist seine Leistung bei 64 kW und der nur bei 74. Der bei 74, das heißt er muss, wir hatten ein geringeres Eigengewicht und eine höhere Leistung. Also dann kann ich mir sogar vorstellen, wir nehmen den anderen, weil von der Geschwindigkeit ist das egal. Und ich denke, wenn der ein geringeres Eigengewicht hat, hier ein deutlich geringeres, dann zieht er auch schneller an, beschleunigt schneller und hat mehr Leistung. Ich würde sogar den hier nehmen. Den Opel Blitz. Marcel, Punisher, was meint ihr? Also ich würde den Opel Blitz nehmen. Ich auch. Ich auch. Im Chat meint man noch, wir sollten doch bitte mal die uns überprüfen, die diese Sachen hier transportieren können, nämlich Rohöl, Öl und Treibstoff. Stimmt, das sind genau die Sachen, die wir hier brauchen. Ihr habt recht. Jetzt checken wir das nochmal hier unten. Rohöl hierhin, Öl nach hier, Treibstoff da. Ihr habt völlig recht. Wer hat das geschrieben? Mehrere Leute. Irgendjemand hat es geschrieben. Auf jeden Fall stimmt das. Können wir tatsächlich machen. Wir gehen hier nochmal rein. Und checken mal den Spezialisten. Das ist der hier. Der wäre im Vergleich zu dem hier. Kann der 13 transportieren, der kann 11 transportieren. Der hat dieselbe Ladegeschwindigkeit mal 5, selbe Höchstgeschwindigkeit. Einziger Unterschied ist. Einziger Unterschied sind Kapazität und Kosten. Der Rest ist identisch. Alle Werte sind identisch bis auf 2. Hier ist die Kapazität 13, hier ist die Kapazität 11. Der hat einen höheren Unterhalt und höhere Anschaffungskosten.
ich habe jetzt keinen Taschenrechner. Wie viel Prozent sind, Marcel, ich beauftrage dich hier mit uns, den rüberzubringen, die Informationen, was 13 geteilt durch 11 sind. Dann wissen wir nämlich, wie viel Prozent mehr der lasen kann. 13 geteilt durch 11, bitte. Marcel, die rechnet. 1,18. 18% mehr kann der hier transportieren. Jetzt checken wir das noch beim Preis. Wobei, es ist der Anschaffungspreis. Wir müssen ja auch Zinsen zahlen und der laufende Unterhalt. Wir gucken, konzentrieren uns mal auf den laufenden Unterhalt. Das wäre, dividieren wir bitte 39.300 durch 33.250. 1,18. Also, dann ist das alles Quatsch. Dann nehmen wir den, mit dem wir flexibler sind, nicht den Spezialisten. Ich wüsste nicht, warum man den nehmen sollte. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Dann kaufen wir den, weil, stell euch vor, wir haben aus irgendeinem Grund wollen wir die Strecke ändern, den woanders einsetzen. Er bringt keinen Unterschied. Wir sind flexibel. Also es kommt, wenn jetzt alles super eng wäre, wenn die kaum Platz hätten zu manövrieren und wir hätten ganz kleine Straßen, die ständig verstopfen würden, dann könnte man das sagen. Aber ansonsten ist das schnupsegal. Und dann wiederum können wir auch den Opel Blitz nehmen, weil den hatten wir mit dem hier, den Opel Blitz Plan-LKW hatten wir mit dem verglichen. Dann nehmen wir den. Also alles zurück, Opel Blitz Plan-LKW war die richtige Entscheidung. Davon kaufen wir gleich mehrere ein. Okay, jetzt gehen wir wieder hoch und bauen hier unten als erstes speichern wir ab. Wir sind hier klug, wir sind ja kluge Wiesemler und speichern einmal ab. Einmal abgespeichert. Und jetzt bauen wir hier eine Straße, die uns hier hochführt. Straßen, Landstraßen waren ganz rechts. Das waren 60 Stundenkilometer, die fahren können. Landstraßen, kleine Autobahnen, einspurig. Wir können eine einspurige Strecke ziehen. Die müssen nur in eine Richtung. Wir brauchen, das ist eine reine Transportstrecke, die müssen nicht hin und zurück. Eine kleine Autobahn, 60 Stundenkilometer. Die Landstraßen, kleine Landstraßen, 60. Warum soll ich eine kleine Autobahn bauen und nicht eine kleine Landstraße? Was ist billiger, was ist teurer? Kleine Landstraße, 60 Stundenkilometer. Warum soll ich keine Autobahn bauen? Wahrscheinlich wegen Platz auch, die scheinen dünner zu sein, dann nehmen wir eine kleine Landstraße. Ich wette, Landstraßen sind preiswerter. Also, hier zieht's hoch und dann geht's da oben rein. So machen wir das. Hier geht's hin. So. Dann setzen wir bei den Gebäuden. Es wird ein- und ausgeladen, deshalb reicht keine Haltestation, da kann man nur ausladen. Dann müssen eine richtige LKW-Station nehmen. Die fahren immer im Einbahnsystem durch. Deshalb müssen die gar nicht so riesengroß sein.
glaube, da reicht sogar so eine kleine aus hier. Eine hier. Eine kommt hier hin. Eine hier oben. Und eine vierte hier hinten. Da müssen wir uns überlegen, da brauchen wir eigentlich... Nee, hier brauchen wir nur eine Entladestation. Da müssen wir uns nur überlegen, wo die hin sollen. Das heißt, wir brauchen für die Industriegebiete eine Entladestation, die das alles abdeckt. Ich kann das so besser erkennen. Super, das reicht doch völlig aus. Eine mitten rein, zack. Großartig, ich bin total begeistert. Alles perfekt. Jetzt benennen wir die alle um, dass wir die auch nachher noch erkennen. Amselweg. Wie heißt der Ort hier? Das ist Neckarbischofsheim. Die hat gefochten. Nee, das ist Tauberbischofsheim, wie peinlich. Also, das war Treibstoff, ne? Genau. LKW entlade Neckar Industrie. So. Und dann machen wir das noch hier oben. Das ist die Treibstoffraffinerie schon richtig benannt. Dann müsste das aber eigentlich auch richtig heißen. Zentrum. Neckarbischofsheim Zentrum. So. Ja. Und das hier ist die Ölraffinerie. Nebengleis. Hier ist gar kein Gleis. Unfassbar. Und hier Ölquelle. West. Ja, West stimmt jetzt sogar, glaube ich, in dem Fall. So machen wir das. Ein Markt im Zentrum hat jeder, aber eine Ölquelle. Ja, hast du völlig recht. So, dann fehlten jetzt nur noch die Fahrzeuge. Und die setzen wir... Lassen Sie mal zentral einsetzen, weil irgendwann haben wir ja auch Personennahverkehr und dann können wir die ruhig hier schon mal starten lassen. Hier so am Rand. Das heißt, wir gehen hier, machen wir ein Depot. Auf diese Lichtung. Straßenfahrzeugdepot.
prima. Alles gut. Jetzt fehlen nur noch die Fahrzeuge. Das heißt, wir hätten auch hier eins gehabt. Wir hätten die einmal leer hier runterschicken können. Ginge auch. Kann man machen. Wir kaufen den Opel Blitzplanen LKW. Den kaufen wir für alle Güter. Davon kaufen wir erstmal einen. Und den schicken wir jetzt auf eine neue Strecke. Die müssen wir aber erstmal kreieren. Die beginnt hier. Dann geht es hin nach dort oben. Dann bitte schön hier hin. Dann hier oben hin. Dann geht es so hier wieder rüber. Das sieht richtig gut aus. Das gefällt mir. Jetzt Linie 1. Ist da kein Name dran. LKW. LKW. Treibstoff komplett. Treibstoffkreis. Neckar. Wie heißt das? Neckar-Westheim, ne? Ich glaube ja. LKW Treibstoffkreis Neckar-Westheim. Lilla, Moment. Wir bringen etwas in das Industriegebiet rein. Das heißt, wir machen wieder das schmutzige Gelb hier. Das hier. Alles gut. Das ist zu lang. Wir machen es ein bisschen kürzer. Jetzt geht es wieder hier ins Depot rein. LKW Treibstoff Neckarsheim. Auf geht's! Wir müssen dem noch sagen, dass der auf jeden Fall bei der Linie voll sein soll. Das heißt, bitte Vollladen einer Fracht. Hier auch, sonst geht es nicht weiter. Hier auch. Genau. Nee, das klappt nicht, weil aus zwei Öl werden eins hier gemacht. Das heißt, hier wird niemals voll sein. Also müssen wir hier Lade, wenn vorhanden, machen. Anders geht es nicht. Das funktioniert jetzt nicht. Wir könnten ihn vielleicht... Ja, ist so. Wir könnten sogar sagen, wir machen noch eine zweite Linie. Da schicken wir nur ein Fahrzeug lang und das bringt die ganze Zeit noch zusätzlich hier welche rüber. Einfach nur hin und zurück. Weil die müssen ja sonst teilweise... Die haben hier nur eine halbe Fahrt. Die nur halb transportieren, hier eine halbe Fahrt. Da könnten wir hier weniger Fahrzeuge einsetzen. Dann könnten wir mal experimentieren. Damit experimentieren wir auch. Ich weiß, was wir machen. Ich habe einen Plan. Das machen wir hier auf voll. Das machen wir auf voll. Dann machen wir eine zweite Linie. Und da gehen wir von hier aus. Hier hin. Genau. Und da sagen wir bitte voll machen. Und das ist die LKW-Zulieferung. Das ist nur ein Wagen, den wir zwischendurch mal einsetzen, um die andere Linie zu entlasten. Und die Zulieferung geht Richtung Ölraffinerie. Mal schauen, ob das geht. Kommen sich die Fahrzeuge bisweilen entgegen und er fährt einmalig nur halb, aber trotzdem, eventuell ist es trotzdem sinnvoll. So, und dann mal wieder eine andere Farbe. Ja, das stimmt im Grunde genommen nicht hier, aber
Das hier würde stimmen. Bahnsteine. Das ist die Farbe wie die hier oben. War das die hier? Ja. Jetzt weisen wir ihm hier eine andere Linie zu. Wo ist der Kollege? Und wir sagen ihm, bitteschön. Nee, Moment, ich lass mal weiterfahren. Ah, Moment mal. Warum kann ich ihm das noch nicht geben? Das Filter zur Auswahl der Fahrzeuge, dann müsste ich ihm die andere Linie eigentlich geben können. Warum geht das gerade nicht? Das ist mir gerade ein kleines Rätsel, weil er eine andere Strecke schon begonnen hat. Dann sage ich ihm mal, fahr mal ins Depot zurück. Dann machen wir das dann nochmal neu. Fahr mal ins Depot zurück. Oh Gott, er fährt dann jetzt bis da hinten und dreht dann. Dreht er jetzt hier? Der dreht wahrscheinlich... Jetzt fährt er direkt zurück, okay? Wahrscheinlich muss der erstmal die Linie fertig machen, bevor man ihm... Keine Stationen ausgewählt? Doch, das habe ich. So, wir stoppen nochmal. Wir checken nochmal, ob wir die andere Linie richtig hatten. Da ist alles gut. Und da ist der hier drin. Und jetzt müssten wir ihm... Er fährt hier rüber, das ist die Linie, hin und zurück. Hier abholen, oben hin. Bei der Linie keine Stationen ausgewählt. Doch, haben wir doch hier. Von der Ölquelle aus zur Ölraffinerie, hier wird sie angezeigt. Fällt euch was Kluges ein, Marcel und Punisher? Leider nicht wirklich. Im Moment leider nicht, nein. Also das ist mir gerade ein Rätsel, weil die muss man doch, der ist im Depot drin. Da muss man dem doch eine andere Linie zuweisen können. Und die ist direkt um die Ecke. Alle. Ich mach mal, das sind alle. Der im Depot wird hier ausgewählt. Der ist aktiviert, dann klickt man auf Linie zuweisen. Oh, die Dementoren schreibt, du musst auf das Auge klicken. Das bewirkt, dass nur Linien angezeigt werden, die man auch sieht. Ah, da muss man erstmal drauf kommen. Ach, das ist eine Komfortfunktion, die einem hilft, dass man nicht in einem Wust von Linien ertrinkt, wenn man eine Partie weit fortgeschritten hat und ganz viele Linien zur Verfügung stehen. Das ist ja sogar clever. Das heißt, das Auge bedeutet eigentlich, dass einem alle angezeigt werden und nicht nur die, die man gerade sieht. Jetzt haben wir's. Alles klar. Boah, da muss man erstmal drauf kommen. Das ist ein Feature, das ich kannte ich noch gar nicht. Aber eigentlich schön, dass es dieses Feature gibt. Ja, definitiv. Und hier sind die auch in der richtigen Farbe ausgewählt. Alles klar. Puh. Der war's, Odi Demeton. Ich danke dir. Wir danken dir alle. Was sagt ihr zum Bild? Alles okay? Wir sind ja weit draußen, da sollte alles gut klappen. Fahren wir wieder durch einen kleinen Wald durch. Mit unserem Opel Blitz. Beschleunigen gleich auf stolze 60 Stundenkilometer, rasen voran. Kommen jetzt an. Mal schauen, wie viel hier steht. Oh, viel. Kann man mitarbeiten.
Und er? Ja, das ist gut, das gefällt mir. Mr. Mast, ich glaube, der Plan funktioniert. Er müsste jetzt rappelvoll sein, genau. Und jetzt kaufen wir einen zweiten. Und den setzen wir jetzt ein. Auf der anderen Linie, auf der ursprünglichen. Und kontrollieren nochmal, sicherheitshalber. Hier alles voll, genau. Der fährt jetzt hier auch ab. Das heißt, der fährt jetzt hier rüber, macht sich auch einmal komplett voll, fährt dann hier oben hin und müsste dann auch mit vollem Fertigwaren Lager, Fracht, müsste der dann weiterfahren können. Weil, nochmal kurz zur Erinnerung, warum wir das ganze Theater machen, hier wird halt aus zwei Rohöleinheiten wird eine Öleinheit gewonnen. Deshalb machen wir das Ganze. Deshalb wollen wir da erstmal ein bisschen Rohöl hinbringen. Was mich auch interessiert, wie hoch ist eigentlich der Output im Jahr? Produktion, oder ich vermute, es ist pro Jahr 400 und hier 200. Das geht eigentlich, das sollte eigentlich glatt aufgehen. Die werden 100 produziert aus den 200. Das heißt, wir könnten auch gut noch eine andere Fabrik von hier aus versorgen. Und wie viel wird hier nachgefragt in Neckarbischofsheim? 50 nur. Das heißt, wenn wir jetzt noch einen zweiten Ort hätten, halbwegs in der Nähe, der das auch alles nachfragt, dann wäre das gar nicht mal so schlecht. So, das da vorne ist der erste, der fährt. Das ist der zweite, der fährt hinterher. Der müsste eigentlich auch voll sein. Genau. Hier stehen noch Unmengen. Das ist der erste. Der fährt nur hin und zurück. Schon ist er ein Plus. Er dreht einmal. Fährt sofort retour. Und in der erste, der hier wiederum lang fährt, den kann man auch schon mal klonen, finde ich. Hier wird jetzt langsam produziert. Und hier stehen jetzt 5 fertig produzierte Öl schon mal. Der LKW, der jetzt kommt, wird dort dann anhalten, liefert die 12 ab und wartet dann ab, dass er 12 mitnehmen kann. Sieben hat er an Bord. Jetzt kommt die achte. Hat jetzt schon ein dickes Plus. Und die anderen hier oben. 2 auf der großen Strecke, die im Kreis fahren, und ein kleiner Zulieferer. Das ist der Zulieferer, der jetzt wieder welche mitnimmt. Ich glaube, das klappt alles gut. Wo ist der andere LKW? Der dritte. Wo ist der LKW Nummer 3?
ich den im falschen Depot gekauft? Nein. Der wurde geklont, aber in einem anderen Depot. Ich habe geklickt auf Klonen, aber der wurde in einem Depot hier oben gekauft. Warum denn das? Jetzt fährt er erstmal komplett runter. Wie konnte denn das passieren? Warum wurde denn nicht wie... Hier hatte ich den ersten LKW gekauft, in diesem Depot. Und dann habe ich innerhalb dieses Menüs drauf geklickt und habe gesagt, klont den bitte. Aber dann ist er nicht hier geklont worden, sondern in einem ganz anderen Depot. Und ich frage mich, warum. Da fällt mir gerade kein plausibler Grund ein. Die Weltreise ist Opa und Blitz. Hey Sky, möchtest du zu uns kommen? Komm gerne zu uns. Würde mich freuen. Fände ich sehr, sehr nett. Sky, einer unserer Community-Moderatoren, der öfters als Chatmod auch mit dabei bist, würde uns alle sehr freuen. Du bist doch autophil, oder? Aber das ist doch schon krass. Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. So, und das andere Fahrzeug ist mittlerweile hier angekommen. Oder? Nee, eins braucht es noch. Servus, ihr Lieben. Hi, hallo Daniel Junior. Wie geht's? Oh, busy platt. Mittwoch ist immer ein langer Arbeitstag. Oh je. Und jetzt schön entspannt bei Transport Fever. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Du hast gerade von Arbeit gesprochen. Ich dachte, du bist Beamter. Ja, verträgt sich eigentlich nicht so, ne? Also entweder oder, komm. Naja, also... Ich sag mal, bei uns die Angestellten und die Beamten, die leisten eigentlich das Gleiche. Aber ich weiß, ich kenne die schönen Beamtenwitze, wie zum Beispiel, ich habe kein Aquarium, weil es bringt zu viel Unruhe rein. Oh. Oder gestern von einer Schnecke überholt und so weiter. Aber ja, das die kannte ich alle noch nicht. Wie gut, dass du fähig bist zur Selbstironie. Im Ernst, du hast ja durchaus auch ein Faible für die Art von Spielen, die wir gerade auch zocken. Um dich nochmal kurz denjenigen, du bist zwar oft genug bei uns, aber zuletzt warst du, glaube ich, seit ein, zwei Wochen nicht mit dabei, Sky. Ist einer unserer Moderatoren bei community.writingbull.de in unserem Community-Forum und war auch schon sehr oft hier als Chatmod unterwegs. Genau. Zuletzt meistens bei Anno, glaube ich, ne? Genau, Anno hauptsächlich. Und ja, in letzter Zeit etwas inaktiv, auch privat ein bisschen viel um die Ohren. Aber ich dachte mal, heute schaue ich jetzt mal rein hier. Neues Fahrzeug verfügbar, eine neue Riesenlok und ein neues Flugzeug, falls ihr der Meinung seid, ich sollte Sky lauter machen. Ich glaube, es ist nicht nötig, aber falls doch, sagt mir bitte Bescheid. Das Straßenfahrzeug kommt jetzt hier an. Dein erster flüchtiger Eindruck von diesem Spiel? Hast du gerade das erste Mal in den Stream reingeguckt? Nein, deine hab sporadisch in die Aufzeichnungen reingeschaut auch und auch andere YouTuber verfolgt, auch der Map-Editor. Das Spiel sieht einfach wunderschön aus, im Gegensatz zum ersten Teil, also die Grafik, da sieht das Auge mit und für alle Schönbauer ist das natürlich perfekt. Ne? Und auch die Anzeigen, die man hier hat, also die Hilfen, ne? Wie wächst eine Stadt, was braucht eine Stadt und so weiter, das hilft alles, mehr zu verstehen, wie das Spiel funktioniert. In Transport Fever 1, da musste man sich noch ein bisschen da reinfuchsen, da wurde vieles nicht erklärt, man musste viel nachlesen oder selbst ausprobieren. In diesem Spiel wird das alles so schön gezeigt. Ne? Ja, ich hatte den Vorgänger auch ein bisschen angespielt seinerzeit und bin da nur mäßig gut reingekommen. Silvia fragt im Chat, Anno kommt auch wieder? Ja, aber holla! Anno kommt ab Freitag. Heute ist Mittwoch. Mittwoch der 4. Nee, doch, ja, ne? Freitag ist der 6. Freitag, Anno, Preview, Live, Let's Play, die Passage, die große Erweiterung, die erst am 10. oder 11. rauskommt, bei uns vorab zu sehen. Freitag, Samstag, Sonntag, drei Preview-Live-Let's-Plays hintereinander. Jeden Tag, es geht in den bitterkalten Norden der Anno-Welten, in die neue Region. Und auch das neue große Game-Update Nummer 6 für Anno. Ebenfalls bereits im Preview-Live-Let's-Play. An allen drei Tagen, zusätzlich auf jeden Fall auch am Release-Tag selber, am 10. und eventuell noch, nur wenn ich mich breitschlage lasse, auch nochmal am Montag, aber... Ich weiß nicht, da hätte ich überhaupt gar keine Abende mehr, in denen ich nicht mit euch rumrücken würde. Kann ja sein, dass nicht nur mir, sondern auch euch das vielleicht zu viel würde. Aber diese vier Termine verspreche ich. Freitag, Samstag, Sonntag, 20 Uhr, meistens bis 24 Uhr, zumindest bis 23 Uhr, meistens aber bis mindestens Mitternacht. Und Release-Tag und immer mit Twitch-Drops.
Das heißt, es gibt wieder eine kleine Gruppe von Streamern international. Das waren letztes Mal so, ich glaube, um die 14. Ich glaube, damals waren es 4 aus Deutschland, ein paar aus den USA oder so. Ich glaube, 14 oder 12 in Summe. Die haben vorher von Ubisoft, sind hier eingeweiht worden, jetzt auch wieder, dass sie diese Preview-Gelegenheiten bekommen. Das wurde nicht so breit gestreut wie hier. Und dass Leute, die uns länger zugucken, dann Twitch-Drops geschenkt bekommen, also In-Game-Gegenstände, die sie dann bei sich selber bei Ando bauen können in ihren Städten. Also keine Sachen, die spielerisch total wichtig sind, die aber hübsch anzusehen sind und die man nur darüber bekommen kann. Twitch-Drops ab Freitag bei mir, jeden Abend. Das ist auch nichts, was man petzen darf man erzählen. Das hatte ich auch schon mal erzählt, Silvia. Jetzt kommt der Opel Blitz nach langer Fahrt endlich hier an. Wie gut ist auch Treibstoff transportiert, da kann er sich gleich was abzocken, das wird er brauchen. Genau, so ist das. Der hat jetzt schon 24.000 Miese. Ich ärgere mich sowas von schwarz. Das, sowas darf doch nicht sein. Jetzt zahlen wir nochmal Geld zurück. Wir sind im Jahr 1960 angekommen. Wir sind 3 Jahre vor meiner Geburt jetzt. Ich bin noch gar nicht da. Meine Eltern kannten sich schon eine ganze Weile, waren Jugendfreunde. Aber vielleicht wurde schon darüber diskutiert, mich eventuell mal in die Welt zu setzen. Aber ich glaube noch nicht mal die Bestandteile, die später zusammengekommen sind, sind damals schon vorhanden gewesen. Der große Wettlauf, 1 Million gegeneinander, ich weiß es nicht, fand da nicht statt. Eine Errungenschaft, erste Industrie vergrößert. Cool, wo denn? Wird mir leider nicht angezeigt. Irgendwo ist die Industrie größer geworden. Ich hätte gerne gewusst, wo. Das muss einem doch irgendwo angezeigt werden. Gibt es irgendwo Meldungen hier? Leider nicht. Das ist doof, dass man sowas nicht anklicken kann. Das wird eine sein, die wir die ganze Zeit anfahren, ne? Hier die? Wird eine mit hoher Produktion sein. Und das, was aufgeploppt ist, ploppt auch nur beim ersten Mal auf, wie bei Transport Fever 1. Mhm. Einfach diese Steam-Errungenschaft, die man bekommt, wenn man zum ersten Mal eine Stadt aufpusht oder eine Industrie. Ja. Sehr schade, dass einem das nicht immer angezeigt wird. Ihr seht, hier wird noch gar nicht so viel abtransportiert. Hier stapelt es sich. Wo ist der nächste LKW? Hier. Das ist der Zulieferer. Hier hinten ist einer der normalen. Und wo ist der andere? Der ist hier vorne. Genau. Dann können wir noch einen nehmen. Wir kaufen einen. Diesmal kaufen wir den direkt hier. Das Risiko gehe ich nicht nochmal ein. Das war... Oh, schaut mal. Die Anzahl der Fahrzeuge, die zur Auswahl stehen, ist schon geringer geworden. Die ganz frühen sind weg. Wir kaufen den Kollegen hier. Und packen ihn in... diese Route rein. Und daran merken wir, dass wir auch ein schönes Plus erwirtschaften, weil wir das uns leisten können, ohne weitere Kredite aufnehmen zu müssen, ein Fahrzeug nach dem anderen zu kaufen. Das heißt, wir sind mittlerweile schon so weit, dass aus den regelmäßigen Gewinnen, die wir haben, wir die Investitionen laufend tätigen können. Und das ist schon mal ein echter Fortschritt. Bislang war es so, dass wir immer, wenn wir irgendwas uns kaufen wollten, Schulden aufnehmen mussten, neue Schulden, Neuverschuldung machen müssen. Jetzt haben wir schon mal den ersten Schritt erreicht, dass wir nämlich keine neuen Schulden machen müssen, sondern nur den alten Stapel verwalten. Das ist doch schon mal eine schöne erste Geschichte.